Bild heißt 1, 2, 3, 4. So ein bisschen wie so ein Punkrock-Lied angezählt wurde, wenn die Ramones oder so gesagt haben, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Und dann geht's los. Komme ins Atelier, ich gucke dann, was ich im Vortag gemacht habe. Gehe ich da ran, dann gucke ich meine Palette an, dann weiß ich, was ich machen muss. Und dann lege ich los. Und dann dachte ich weiter, weiter, weiter. Und irgendwann war es da. Immer wieder merken muss, dass ich mit meinen eigenen Vorstellungen, dass die im Bild, wenn ich sie dann vor mir habe, dass ich ganz oft, manchmal geht es, manchmal ist dann so, okay, reicht nicht und so, dann muss ich das auch korrigieren, dann muss ich, bis ich merke, das Bild ist da, dann muss ich sagen, ach, ich muss über meine Vorstellung auch hinausgehen, das Korrektiv sehe ich da an der Wand. Das ist das, wie ich mein Denken korrigieren muss sozusagen, wie etwas funktioniert, nicht wie ich denke, dass es geht. Das Bild muss ich einlösen, also ich kann das Bild irgendwie, das muss selber kommen.